können wir noch deins verknoten. Deins ist auch schon fertig. Aha. Wollen wir einen Knoten rein machen? Dann können wir das auch aufhängen. Ja, erstmal ja. Warte. Arbeitskontrolle. Bitte hat sich gegen den umgewählt. Ja, das war euer Haus. Da oben ist eure Antenne. Ja, das ist unser Haus. Bedeutet, ja, das ist wie unser Haus alt ist. Ja, aber guck mal, hier ist ein Griff. Hier. Ja, hat der die schön gemacht, ne? Und so. Komm mal, Maus, mit reinen. Komm mal mit. Da, da wird schon eine rot. Ein bisschen, ja. Ja, und komm mal, das zu werden, Mami. Komm mit. Ja, ja. Und eine fünfte rote. Ja, da, da, wegen, da kommt auch schon eine rote. Oh, ein Mikro. Eine Mini. Aber die wachsen hier nicht so gut, ne? Das, die Hochbeete sind schöner. Ja, die Hochbeete sind schöner. Ja, die hier wachsen hier nicht gut. Die Bombe sind hier nicht gut. Na, weil die Bäume überall ihre Wurzeln hier haben. Deswegen wachsen die nicht so gut. Die haben keinen Platz für sich. Aber bei den anderen Beeten sind keine Wurzeln, sondern nur Erde. Und da wachsen die sehr, sehr gut. Mhm. Ah. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Wohlcast. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was zu trinken mitgebracht oder vielleicht was zum Knabbern, was zum Handarbeiten. Ich habe heute einige Updates mitgebracht. Chris ist gerade mit den Kids shoppen gefahren und gibt uns ein bisschen Zeit zum Zusammenschnacken, worüber ich mich sehr freue, zum zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Ich muss mal gucken. Ich habe mal ein bisschen Sorge, dass die Kamera ein bisschen schief ist. Bei Chris fällt das nämlich immer im Nachhinein sehr schnell auf, aber ich glaube, das müsste so gehen. Ja, das müsste, glaube ich, gut passen. Ja, hi, ihr seht, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Wir haben uns eine neue, ja, so eine Art Kommode zugelegt und da kommen schon ein paar Sachen rein oder kamen schon ein paar Sachen rein. Und ich bin recht happy mit ihr. Also ihr seht eigentlich nicht viel von ihr. Ich verdecke das meiste. Und nach unten gehen nochmal von den Fächern, gehen nochmal genauso zwei runter. Und links und rechts davon sind nochmal solche großen Fächer. Und ich wollte die Kommode schon viel, viel länger haben. Aber die gab es nur bei Amazon, die liefern aber zu uns nicht. Aber ein lokaler Laden bei uns
um die Ecke hatte den. Habe ich bei Facebook gesehen, in der Facebook-Gruppe von unserem Ort. Und da hat die Frau, die den Laden führt, Werbung gemacht. Und dann habe ich das da gesehen und da sind wir fix hingefahren. Ja, ich wusste gar nicht, dass da ein Möbelladen war. Der ist nämlich direkt neben einer Tankstelle, wo man das eigentlich auch nicht vermutet. Aber ja, sehr putzig eingerichtet, sehr simpel, aber putzig eingerichtet und haben es nach Hause geliefert. Bin sehr happy. Also ja. Ihr seht, da habe ich gleich so mein Strickzeug parat oder vielleicht mal eine Quaste, die ich euch mal im Video gezeigt habe. Die habe ich auch noch aufgehoben. Eigentlich wollten es die Kinder haben. Aber weil sie jetzt schon eine Zeit lang damit nicht gespielt haben, habe ich es sicher verwahrt. Oder hier ist zum Beispiel auch mal so ein Lichtring drin, den man manchmal für Fotos ganz gut benutzen kann. Ja. Sehr, sehr happy darüber. Ihr seht auch schon, im Hintergrund sind ein paar Sachen, zu denen kommen wir aber später. Ich will noch ein paar Updates aus dem Netz erzählen und dann zeige ich euch nach und nach meine ganzen Handarbeiten. Ja, hier hinten, das hat mich mal letztens jemand bei Instagram gefragt. Das sind übrigens Zeichnungen von meinen Kids, von Leo und von Maus. Sie haben eigentlich Ordner dafür. Wir haben auch ein paar Zeichnungen von denen eingerahmt im Haus hängen. Aber sie wollten unbedingt, dass hier deren ein paar Zeichnungen landen und das rotiert so ein bisschen. Also gerade die aktuellsten, die sie haben, hänge ich da auf und die anderen sortieren wir weg. Ich denke mal, das ist so eine ganz gute Lösung. Da oben habe ich noch eine Karte von einer Zuschauerin. Das ist schon viel, viel länger her. Da hatten wir damals die Angel Babies Aktion. Aktuell nicht. Das macht sich mit dem Versand nach Irland ein bisschen schwierig. Also wir haben es einfach eingestellt, weil viele dann auch gesagt haben, so mit Versand ins Ausland. Deswegen, vielleicht machen wir das nochmal später mit irgendeiner anderen Lösung, aber aktuell nicht. Und ja, das rotiert. Also die Zeichnungen hier sind von meinen Kids und sie zeichnen so alles mögliche, so wie eine Karte oder ein Haus oder vielleicht einen Film, den sie gerade gesehen haben. Genau, also die Zeichnung hier unten zum Beispiel, das ist eine Karte. Wenn wir halt spazieren gehen, Spazierweg mit ein paar Sachen, da ist zum Beispiel auch eine Sonne drauf. Genau, da ist so eine Treppe. Seht ihr wahrscheinlich wirklich schlecht. Aber ja, hier auf der Zeichnung sind ganz, ganz viele Zahlen mit einem Herz drauf. Ja. Da oben ist auch ein Herz und da hat Leo mich und Chris gemacht. Und da oben ist auch nochmal eine Karte mit Haus. Und ich glaube, das ist die Fahrt zum Müllplatz, glaube ich. Ich glaube ja. Ich glaube, Leo hat die Fahrt zum Müllplatz und dann zum Einkaufen gemalt. Genau. Ja, also was gibt es Neues von euch? Ihr habt mal wieder ein paar Vlogs gemacht und ein paar Sachen gezeigt. Die Jenny, ich glaube, sie hat ihren Podcast umbenannt. Sie hieß, glaube ich, vorher Jennifer Ruschinski oder J. Rush Designs und heißt jetzt, glaube ich, Jennys Strickpodcast. Ich verlinke euch auf jeden Fall, wie immer, alles, was ich euch erzähle, verlinke ich unten, könnt ihr dann nachschauen. Viele von euch finden die Infobox nicht. Das ist immer unterschiedlich. Mal ist es in der App so, mal auf dem PC so. Auf jeden Fall unter diesem Video ist irgendwo entweder so ein Pfeil nach unten oder es steht mehr da. Da müsst ihr draufklicken und dann klappt die ganze Infobox auf. Das ist auf jedem Gerät anders, auf jeden Fall verlinke ich es da. Sie hat mit unserem Modal gearbeitet, sie hat das Garn schon ziemlich, ziemlich lange aufbewahrt und hat jetzt einen Pulli gestartet und ist total begeistert, wie weich das Garn ist. Das sage ich ja sowieso jedem, wenn mich mal jemand fragt, was kannst du empfehlen, immer Modal. Es ist einfach genial, es gleicht Fehler aus, es ist traumhaft weich. Es kommt ursprünglich eigentlich sogar aus der Unterwäscheindustrie, weil das Garn so weich ist, haben wir das ursprünglich für Unterwäsche entwickelt, damit es halt sich sehr angenehm anfühlt. Ne? Wir kennen das ja alle, so ein bisschen Baumwolle ist auch gut. Also heutzutage kriegt man gute Baumwolle hin, aber früher war Baumwolle doch recht grob. Also heutzutage klappt das sehr, sehr gut. Da kann die Industrie sehr gute Baumwollqualität liefern, die auch angenehm ist. Aber ursprünglich wurde das halt entwickelt für Unterwäsche, weil es ja da natürlich elastisch ist. Und ich arbeite damit unfassbar gerne. Natürlich nicht Unterwäsche, sondern wie hier, das ist zum Beispiel ein Pulli aus Modal, der ist gehäkelt. Das ist der Pulli Giulietta. Und das arbeitet sich wunderbar. Oder für Babysachen, egal was, das ist einfach traumhaft weich. Alle möglichen Babysachen von Bodies über Decken, Schüchchen,
Ja, also man kann Modal für alles nehmen. Ob ihr damit einen Schal macht oder ein Pulli, eine Decke, whatever, alles. Es geht einfach damit. Alles, und es ist toll, auch atmungsaktiv. Also manche denken, Modal wäre Plastik, das ist nicht. Das ist aus Natur, das ist eine Naturfaser aus Holz. Also es wird umgewandelt in Zellulose. Und es ist auch ganz toll, falls jemand eine Wollallergie hat, eine Wollunverträglichkeit hat oder vielleicht sogar vegan handarbeiten möchte, dann ist das Material dafür perfekt. Ja, und sie hat schon das zweite Video, glaube ich, gemacht. Genau, und dann könnt ihr euch mal den Fortschritt anschauen. Da arbeitet sie gerade daran. Und vielleicht, wenn wir alle Glück haben, wird es eine Anleitung. Und dann könnt ihr alles alle nacharbeiten. Wenn nicht, dann hat sie einfach Spaß am Pulli. Genau. Bei Sly Smashen, bei der Silvia. Sie hat ein neues Video gemacht. Und da hat sie auch unser Rosalie-Kleidchen vorgestellt. Und sie hat auch viele andere Sachen gezeigt, die sie aus unseren Garnen gearbeitet hat, besonders die Socks, und hat nochmal eine Bestellung gezeigt. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Testhäklern sehr, sehr, sehr bedanken. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Die liebe Diane hat ein Rosalie-Kleidchen gehäkelt mit dreifachem Garn. Und sie hat ungefähr 810 Meter dafür verbraucht. Das ist für eine Größe 1 bis 2 Jahre. Und sie hat eine 3 mm Häkelnadel benutzt. Und daraus ist dieses Kleidchen geworden. Und auch die Silvia, wie gesagt, sie zeigt es ja nochmal in ihrem Video, aber ich blende euch auch hier das Bild nochmal ein. Sie hat das Virus 11 Colors Knäuel benutzt. In dreifacher Stärke und hat ungefähr 1300 Meter benutzt, auch für Größe 1 bis 2. Also ihr seht auch hier, die Unterschiede sind recht groß, je nachdem, das sage ich auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, wie viel Garn benötige ich denn dafür oder dafür oder dafür, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil ihr seht, für die gleiche Größe und das gleiche Kleid und die gleiche Fachung, also auch beide dreifach Garne, ist bei dem einen 810 Meter verwendet worden, bei dem anderen 1300. Und das liegt tatsächlich daran, weil jeder anders arbeitet. Wenn eure Fadenspannung zum Beispiel sehr, sehr hoch ist, verbraucht ihr vor allem mehr Garn, als wenn ihr zum Beispiel sehr, sehr locker häkelt. Oder eure Häkelweise einfach, so wie ihr die Maschen bildet. Das ist bei jedem ja anders. Jeder hat eine andere Handhaltung, jeder verarbeitet das Garn anders und so fällt das bei jedem anders aus. Natürlich gibt es ein paar leichte Unterschiede zwischen Baumwolle oder Modal, aber im Grunde genommen verhalten sich die Lauflängen da ziemlich gleich. Bei Baumwolle kann man aber natürlich sagen, das hat erwähnt Katrinchen auch oft, Baumwolle zieht sich ein bisschen. Also Modal ist natürlich elastischer, das kommt auch sehr gerne in seine Ursprungsform zurück. Und Baumwolle zieht sich, da muss man beim Handarbeiten dann ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu schwer wird. Und man muss auch einplanen, also sie häkelt ja gerade an einer Hose. Also ich könnte sein, dass sie schon die Hose fertig hat, ich bin mir nicht sicher. Sie sagt ja auch, das zieht sich. Das heißt, man muss ein bisschen einplanen, dass wenn man zum Beispiel eine Hose häkelt oder strickt, dass man die ein bisschen kürzer macht, weil durch das Gewicht bei der Baumwolle das einfach alles länger wird. Das zieht sich nochmal in die Länge oder später, wenn man das zum Beispiel auch blockt, also wenn man das wäscht und nochmal trocknet, dann wird das Ganze meist auch nochmal ein bisschen, zieht sich das dann alles, wenn man es trocknen lässt. Wobei man eine Hose nicht unbedingt hängend trocknen lassen sollte, wenn man sie gehäkelt oder gestrickt hat, lieber liegend, damit sich das nicht zu sehr verzieht. Aber ja. Genau, das zum Thema. Ich zeige es euch nochmal. Es ist so ein schönes Kleidchen. Es ist echt, das hat Spaß gemacht. Und ich überlege tatsächlich, das Kleid für mich nochmal zu handarbeiten. Ja. Apropos, ich überlege nochmal, das Kleid für mich zu handarbeiten. Ich habe für die Kanalmitglieder eine Umfrage erstellt. Ihr könnt jetzt also vorbeischauen, wenn ihr Kanalmitglied seid, und abstimmen, was ich denn als nächstes arbeiten soll. Also an welchem Video, an welcher Video-Häkelanleitung ich als nächstes arbeiten soll. Da habe ich euch mal ein paar Auswahlmöglichkeiten zusammengestellt mit Bildern. Da könnt ihr mal reinschauen. Und vielleicht, wenn ihr wollt, machen vielleicht wir als nächstes Video mal so ein Kleidchen. Dann könnte ich es für mich arbeiten und für euch das gleichzeitig als Video verfilmen. Die PDF ist ja zum Download schon online, wenn ihr das nach der schriftlichen Anleitung arbeiten wollt. Aber wenn ihr Lust habt auf ein Video, dann gerne sagt mir Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Wünsche. Und wie immer, wenn euer Wunsch nicht dabei ist, dann einfach in die Kommentare dann reinschreiben, reinbrezeln, und
Da kann ich das beim nächsten Mal berücksichtigen. YouTube gibt mir leider nur 4 oder 5 Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß nicht genau, wenn ich dieses Voting einstelle, gibt es mir nur diese Möglichkeiten. Deswegen, also ich habe schon eine Liste von all euren Wünschen, von allen den Kanalmitgliederwünschen erstellt. Und wir machen einfach regelmäßig Votings. Da können wir mal, da könnt ihr mal mitbestimmen, was als nächstes gemacht wird. Der Matti, ihr kennt ihn vielleicht als Dreddy Matti, der hat auch mal ein Unboxing vor kurzem gedreht und hat auch gezeigt, was er denn bisher aus unseren Garnen gearbeitet hat. Der hat nämlich auch früher sehr, sehr gern bei uns bestellt und hat auch seinen Stash gezeigt. Und das lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich liebe sein Schlauchding, es steht ihm so gut. Er hat so eine tolle Farbe getroffen und diese Art einfach dieses schlichten Strickens. Ihr wisst ja, ich mag das immer sehr gerne, wenn etwas schlicht gearbeitet ist. Es steht ihm auch wirklich gut. Und er hatte auch ein Tuch gezeigt, was er nicht so gerne trägt, weil er sagt, das ist ihm zu viel Muster oder zu lazy. Kann ich verstehen. Also ich finde, er ist auch tatsächlich nicht der Typ dafür. Der ist so eher wirklich der simplere Guy. Und ja, schaut mal auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht genau, ob bei ihm noch das Gewinnspiel offen ist. Er hat auf jeden Fall aus seinem Stash noch Garn von uns verlost. Ich verlinke euch auch mal seinen Podcast. Vielleicht ist es noch offen. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, wann das Video hier online geht. Es wird auf jeden Fall ein Mai-Podcast. Und er hat auch noch über unsere Socks-Garne berichtet, was viele auch fragen, wie ist das denn mit dem Modal-Socks? Also wie lange hält das Garn? Ist es irgendwie nach einmal tragen durch oder hält das lange? Und er zeigt das auch nochmal. Und bisher haben die die Rückmeldung, die wir so bekommen, ist, dass Modal immer sehr, sehr gut hält, dass es die Form hält, dass es auch lange hält. Also, dass man nicht, ihr kennt das ja vielleicht von früher von eurer Oma, wenn sie Socken gearbeitet hat, musste sie in regelmäßigen Abständen stopfen, weil einfach sich Merino schnell durchläuft. Das ist bei Merino einfach so, ist aber irgendwo auch ein Qualitätsmerkmal. Man sagt, wenn Merino pillt oder sich dann schnell durchläuft, dann ist ein hoher Merino-Anteil drin. Ist natürlich ärgerlich, weil man das dann stopfen muss oder dann vielleicht nochmal neu stricken muss, wenn man das nochmal schick haben will. Aber beim Modal, bei den Modal-Socks auf jeden Fall, die halten sehr gut, die halten die Form gut und sie halten auch lange. Und er hat seine Banana-Socks, die er gestrickt hat. Ich meine, die hat er auch schon ein paar Jahre und er trägt sie noch immer. Ja. Ja. Einfach mal reinklicken. Es lohnt sich. Dann haben wir natürlich noch ein paar Neuerungen im Shop, wo wir gerade bei den Socks sind. Auf euren Wunsch hin haben wir auch Baumwoll-Mix-Socks eingetragen. Also die Modal-Socks kann man auch für den Sommer nutzen. Aber für manche ist es vielleicht doch zu warm, entweder vom Gefühl her oder weil man das irgendwie so denkt, vom psychischen her, dass man denkt, okay, das Garn ist jetzt warm, das ist irgendwie doch nur für den Winter. Auf jeden Fall, auf euren Wunsch hin haben wir euch die Socks auch als Baumwollmix eingetragen. Also ihr könnt euch praktisch aus unserer Palette, die gerade da ist, als Wunsch-Socks bestellen, euch wünschen. Und wir haben auch schon ein paar eingetragen, die ihr bestellt habt. Also die habe ich praktisch fertige Kreation schon drin, dass ihr schon mal seht, okay, wie ist das in der Kombination mit den Farben? Wie sieht das Endergebnis so aus? Und ihr könnt die direkt ordern. Und dazu haben wir noch eine neue Farbe bestellt, ein schönes dunkles Grün. Und das haben wir Weitgrün genannt, auch passend zu Matti, das wäre so auf jeden Fall eine Farbe für ihn. Ja, da habt ihr jetzt noch ein bisschen mehr Auswahl bei den Farben. Dann haben wir eine neue Kategorie eingeführt, Color Blocking. Color Blocking haben wir schon länger bei unseren Wunschverläufen drin. Color Blocking bedeutet, dass ihr keinen Verlauf erhaltet, also dass es nicht gleichmäßig von einer Farbe in die andere reinläuft, so wie ihr das bei den Colors gewohnt seid, sondern wir wickeln euch die Garne in Blöcken, dass sich Streifen bilden. Je nachdem natürlich, wie viele Farben ihr euch wünscht, also so viele Farben, wie ihr nacheinander aufschreibt, so viele Blöcke entstehen auch. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir schwarz-weiß. Also wenn ihr dann bei eurem Wunschgarn reinschreibt schwarz-weiß, erhaltet ihr das Knäuel so gewickelt, dass zuerst alles in Schwarz kommt und dann kommt alles in Weiß. Und der Umbruch ist recht rapide. Also es gibt keinen Verlauf, sondern die Knötchen, die kommen ganz schnell hintereinander und ihr habt dann praktisch einen Block. Ihr könnt euch dann aber natürlich die Farben dann so zusammenstellen, dass mehrere Blöcke entstehen. Zum Beispiel, ihr schreibt rein Schwarz, Weiß, Schwarz, Weiß, Schwarz. Wisst ihr? So, dass mit Schwarz beginnt, mit Schwarz endet zum Beispiel. Man kann auch nur Schwarz-Weiß-Schwarz reinschreiben. So als Idee.
Also, ne, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Und das geht bei den Wunsch-Colors, also bei den normalen Knäuel, mit denen ihr zum Beispiel ein Tuch oder eine Decke arbeitet. Und das geht auch bei den Socks. Also auch da könnt ihr euch das wünschen. Und in der Kategorie findet ihr dann, wenn wir eine fertige Kreation, eine fertige Komposition einstellen, findet ihr unter der Kategorie Color Blocking dann alle Garne, die wir als Color Blocking einstellen. Da ist jetzt inzwischen schon ein richtig, richtig hübscher Silberfuchs drin. Und ich habe noch ein paar, die ich noch einstellen muss, wenn ich mal dazu komme. Also die kommen dann auf jeden Fall auch noch rein. Dann haben wir noch ein paar neue Perlen bekommen für die Twinkies. Die Twinkies sind unsere Garne. Da handarbeite ich die Perlen beim Wickeln ein. Also ich verknote sie fest an der Stelle. Und da haben wir zwei verschiedene Sorten. Da haben wir die Glasperlen und die Swarovski-Perlen. Und bei den Glasperlen kam eine neue Farbe rein, die heißt Bernstein. Also es ist nicht Bernstein, der Bernstein, das Material, sondern nur die Farbe Bernstein. Und bei den Swarovski-Kristallen, jetzt habe ich gerade einen Schmetterling gesehen. Bei den Swarovski-Kristallen kamen noch ein paar mehr Farben rein. Also verschiedene Kristalltöne und noch ein Opalschimmer und beim Schwarz auch nochmal. Also schaut einfach mal rein. Da könnt ihr euch dann neue Kristalle aussuchen, die euer Garn verschönern. Und die werden auch handgeknotet und an Position gestellt. Das wird auch manchmal gefragt, sind sie denn auch an der Position fest? Ja, alle 10 Meter kommt diese Perle und die ist ganz fest. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie nur ein Schwung Perlen draufkommen und man kann sie sich dann so verteilen, wie man will, sondern die sind dann fest an Stelle, sodass ihr das nicht mehr knoten müsst. Also ich mache dann praktisch die Arbeit für euch und positioniere sie im Garn und ihr könnt dann praktisch handarbeiten. Das kommt beim Schlauchdingens übrigens richtig, richtig schön raus. Ich habe es auch schon mal gemacht, damals mit dem Fresh, mit dem Twinkies Fresh. Und wenn die Perlen dann kommen und sich verteilen, gibt es halt, also es wird dann nochmal spannender, ne? Es ist ja sowieso schon spannend, mit einem Verlauf zu arbeiten, weil man sich dann freut, wenn das Knötchen kommt. Und wenn dann noch Twinkies, Swarovski dazukommen, dann funkelt das richtig, richtig toll, ja. Also das sieht wirklich sehr edel aus. Ja, ist einfach toll. Ist einfach toll, damit zu arbeiten. Und dann haben wir noch was Neues für euch im Shop. Ja, es reißt nicht ab. Wir haben einen Fotoservice oder Grafikservice für euch. Also alle, die das selber können, die wissen, es gibt ja die ganzen Apps online oder Webseiten online. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr das Ganze vorbereiten könnt, verlinke ich euch auch gerne. Also wie ihr eine Strickschrift oder eine Grafikschrift für euch erstellen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Foto als Bild verstricken wollt. Ne? Das machen ja manche. Oder wenn ihr zum Beispiel eine Decke stricken wollt im Colorwork-Design. Was auch immer. Ob das zum Beispiel eine Decke ist von einem Lieblings-Trickfilmhelden für die Enkelkinder zum Beispiel. Oder wenn es doch ein Familienfoto ist. Oder wenn es vielleicht ein Logo sein soll. Wenn jemand ein Fan ist zum Beispiel von einer Fußballmannschaft oder sowas. Dann können wir das für euch machen und übernehmen. Also wir sparen euch praktisch damit Zeit und bereiten das auf. Und ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch da aussuchen, ob ihr das stricken wollt, ob ihr das häkeln wollt, ob ihr das vielleicht im Kreuzstich machen wollt, ob ihr Diamond painten wollt, also wenn ihr selber ein Design erstellt, ob ihr das im C2C machen wollt, ob ihr das im Stranded Colorwork machen wollt, ob ihr das im Mosaik machen wollt und solche Sachen. Also da kann man das aussuchen. Ihr könnt euch aussuchen, wie viele Farben ihr verwenden wollt. Ihr könnt euch aussuchen, wie viele Maschen und wie viele Reihen euer Projekt haben soll. Wenn ihr das nicht wisst, könnt ihr einfach irgendwas eintragen, sowas wie weiß ich nicht und dann machen wir das für euch und dann gucken, dann könnt ihr schauen, ob euch das gefällt oder nicht. Und es gibt dann nochmal eine Revision. Also das heißt, wenn ihr dann das Ergebnis bekommt und es passt irgendwas nicht, könnt ihr gerne nochmal sagen, okay, das und das und das hätte ich gerne nochmal geändert, weil ich meine Vorstellung war doch anders. Und wer möchte, der kann sich das auch nochmal drucken lassen. Also wir sind dann in Kooperation mit einer Druckerei aus Deutschland gegangen und das verschickt, wird dann direkt von Deutschland dann zu euch verschickt, dass wir euch praktisch so eine Art Booklet, so ein Büchlein, natürlich in qualitativem Papier, also nicht ganz so dünn, sondern in einem ja, guten, stabilen Papier, in Farbe, bekommt ihr dann direkt nach Hause geschickt, wenn ihr es wünscht. Also wenn ihr dann natürlich das Okay, die Druckfreigabe gebt und sagt, ja, das gefällt mir so, weil ihr bekommt es ja eh als PDF. Dann könnt ihr es auch nochmal drucken lassen, aber das seht ihr dann bei dem Artikel. Also da könnt ihr das alles auswählen und so weiter und euch durchklicken.
Und wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst ja wie immer, uns anschreiben, eine E-Mail schreiben oder über Facebook oder Instagram, wie auch immer, einfach anschreiben und euch helfen lassen, wenn irgendwo Fragen sind. Ja, das waren die Neuerungen aus dem Shop. Ihr seht, es ist einiges passiert und ich habe noch einiges auf Lager. Ich muss noch einiges einpflegen und noch einiges machen. Also nach und nach, wie immer, kommen mal wieder neue Colors rein, neue Verläufe. Es ist ja auch vor kurzem ein neues Blind Date reingekommen. Da dürft ihr euch dann auch gerne beide Namen dazu aussuchen. Im nächsten Monat zeige ich euch, was das Blind Date im Mai war. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich mache gerne diese Giveaways, wo ihr dann den Namen bestimmen könnt, wo wir euch dann einen Shopgutschein geben können. Das macht mir sehr viel Freude, weil ich dann praktisch so eine Verbindung mit der Community habe, weil ihr den Namen für das Knäuel aussucht und es kommt dann rein und man, ja, es ist, ich mag das. Ich mag das gern, wenn etwas Gemeinschaftliches entsteht. Ich möchte noch ans letzte Video anknüpfen. Ich habe ja das letzte Mal über die Knit Pro Kabel gesprochen, über die neuen. Und war recht begeistert. Ich zeige euch dann auch noch eine aktuelle Handarbeit, an der ich arbeite. Und es kamen noch ein paar Nachfragen zum letzten Video wegen der Kabel, wegen der Chiagu und der Knit Pro Kabel. Eine Nachfrage war, ich habe ja dieses T-Spin-Set vorgestellt. Wie ist das denn? Da drin sind ja verschiedene Nadelgrößen, aber nur eine Größe an Kabeln. Und ich habe euch ja gesagt, bei Chiagu gibt es ja drei verschiedene Kabel, also Mini, S und dann L. Und bei diesem T-Spin-Set sind ja nur S-Kabel drin. Wie macht man das dann? Also muss man dann neue Kabel dazu kaufen oder wie ist das so? Und bei dem T-Spin-Set ist es so, dass da Adapter beiliegen. Oder ich zeige euch das mal. Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Also das sind die drei Größen von Chiagu. Ne? Es gibt diese Mini, die sind ganz klein. Dann S. Also ihr seht es vielleicht auch ganz gut an den Größen der Gewinde. Und dann L. Sind die ganz dicken, ne? Genau. Und bei dem Set liegt ja nur das S da. Wie macht man das denn, wenn man die dicken Nadeln hat, aber nur das S hat? Und bei dem Set ist es so, dass da Adapter beiliegen. Bei den Adaptern ist es so, dass man dann halt das dünnere S-Seil mit den dickeren Nadeln verwenden kann, so dass man praktisch ein Gewindeadapter bekommt. Das wird dazwischen geklemmt und dann kann man dickere Nadeln draufschrauben. Das geht wunderbar. Die Übergänge sind bei Chiagu auch top. Also selbst mit Adapter ist das alles perfekt. Es ist wirklich richtig smooth. Ihr habt keine komischen Stufen, Erhebungen. Es bleibt nichts hängen. Ja, also wenn ihr natürlich mit diesen festen Kabeln arbeitet, mit den Swift 360, die sich in sich drehen, das kann wiederum für gefachte Garne ein bisschen, da kann schon einiges hängen bleiben. Aber die festen Seile sind einfach perfekt, da sind die Übergänge top. Für die Mini-Größe sind keine Nadeln drin, das heißt, das fällt schon mal weg. Also es ist für dieses T-Spin-Set sind nur diese beiden Seile relevant. Das heißt, wenn ihr das Set habt, braucht ihr nicht zusätzliche Kabel. Mit dem Adapter könnt ihr dann praktisch mit dem S-Seil alle Größen der Nadeln bedienen. Und das könnt ihr dann auch so mit allen anderen Nadeln machen. War auch die Frage, wurde ich gefragt, braucht man denn dann für die größeren Nadeln, braucht man denn die L-Seile? Ist es denn sinnvoll oder ist es denn notwendig? Ist es denn besser? Jein. Also ja, ihr könnt sie bestellen. Sie sind natürlich speziell für diese Größe gedacht. Die Seile sind dicker, stabiler. Das heißt, ich würde jetzt so diese typische Antwort euch geben, wie auch gerne Anwälte geben. Es kommt drauf an. Also wenn ihr so Standard-Handarbeiten macht, wie hier mal ein Schal, da mal ein Pulli, da mal eine Mütze, geht mit den S und den Adaptern, macht damit alles wunderbar. Macht ihr aber vielleicht eine große Decke mit sehr dickem Garn, also wo ihr vielleicht wirklich irgendwie eine 8er-Nadel braucht oder eine 10er oder vielleicht sogar eine größere Nadel braucht und ihr wisst, es wird schwer, dann würde ich auf die größeren Nadeln gehen, weil es natürlich schon Sinn macht, dass die Kabel dicker sind, dass es dann natürlich auch sich irgendwie besser anfühlt in der Gesamtkomposition und dass sie natürlich auch mehr Gewicht halten können. Ne? Mehr Material, stabiler, ihr wisst, ne? Es hält einfach mehr aus. Also nicht, dass die Seile ständig auseinanderfallen, das will ich jetzt nicht sagen, aber
es macht schon Sinn, wenn ihr wirklich eine sehr schwere Decke mit schwerem, dicken Garn macht, dann geht drauf. Aber ansonsten kann man eigentlich wirklich sagen, wir den S-Kabeln oder Seilen. Also Seil und Kabel ist bei mir immer das Gleiche. Wenn ich Seil oder Kabel sage, ist es das Gleiche. Dann ist alles gut. Also wenn ihr dann einfach euch einmal die Adapter besorgt, dann könnt ihr das dann immer kombinieren. Alles wunderbar. Und dann auch zu der Frage, wie ist es denn allgemein? Auch allgemein mit den anderen Nadeln, also wenn ihr die Stricknadelspitzen habt, könnt ihr das auch immer kombinieren. Ihr könnt die größeren Spitzen mit den dünneren Kabeln kombinieren mit den Adaptern. Es geht nur nicht, dass ihr dünne Nadeln mit dicken Seilen kombinieren könnt. Dieser Adapter liefert euch Chiagu nicht, hat auch natürlich den Hintergrund dahinter. Wenn ihr ja ganz, ganz dünne Nadeln habt, arbeitet ihr normalerweise auch mit ganz, ganz dünnem Garn oder mit dünnerem Garn. Und wenn ihr dann ein dickes Seil habt, kann es sein, dass ihr richtig Schwierigkeiten dann kriegen würdet, die Maschen drauf zu ziehen. Weil wenn das Garn sehr dünn ist und die Maschen, die ihr macht, sehr dünn sind und das Seil wird dann plötzlich dicker, dann tut ihr euch schwer, das zu schieben. Das macht dann ja auch keinen Spaß. Also es macht in dem Sinne keinen Sinn. Das heißt, Chiagu gibt euch keine Dinge, die keinen Sinn machen. Ist das jetzt doppelt verneint? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, also Chiagu gibt euch halt nur die Sachen, die auch wirklich Sinn machen, damit ihr damit dann einfach keinen Unfug treibt. Genau. Ja, und dann kam natürlich auch gleich die Frage zu Knit Pro. Ich krapsch mich hier auch mal die Kabel. Knit Pro ist ein bisschen verwirrender. Das hat natürlich mit deren Geschichte was zu tun und was gerade mit den neuen Nadeln passiert. Oder für mich gerade, die sind ja schon seit letztem Jahr da, aber ich habe sie jetzt erst entdeckt, weil ich Zeit dafür gefunden habe und drüber gesprochen habe. Und da kam dann jetzt auch die Frage, es gibt ja die lila Seile, dann gibt es die bunten Seile, dann gibt es die schwarzen Seile, dann gibt es die schwarzen Seile mit silbernem Gewinde, dann gibt es die schwarzen Seile mit goldenem Gewinde, dann gibt es noch von Knit Pro die Seile oder die Kabel, diese Smart, die solche Abstufungen haben, also solche Markierungen haben, was, ja, und dann die neuen natürlich, jetzt die Teal und die neuen schwarzen und lila gibt es jetzt auch neu und jetzt gibt es irgendwie doch das andere Lila und das neue Lila, was ist jetzt was? Was fasse ich da jetzt an? Und dann gibt es dann noch eine andere Vorgeschichte, da hat mich die Zuschauerin angeschrieben und gesagt, sie hat sich nach einem tunesischen Set erkundigt, weil sie gerne eine tunesische Handarbeit oder Decke arbeiten würde und ihr wurde das Knit Pro Symphony Set empfohlen. Auf dem Bild hat man aber gesehen, dass dort viele bunte Kabel sind, bekommen hat sie aber nur lila Kabel. Was ist das jetzt wieder? Warum da bunt? Warum lila? Hab ich jetzt was Falsches bekommen? Und so weiter und so fort. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Also ganz früher in den Anfängen von Knit Pro gab es noch nicht so viele Kabel und Seile. Ganz typisch waren eigentlich die schwarzen und die lilan. Und damals war die Qualität noch richtig, richtig gut. Ich zeige euch mal so ein altes Seil. Ich habe das nämlich noch. Also wenn man das Glück hat, dass man sie damals gekauft hat, dann hat man meist auch das Glück, die halten auch richtig lange. Und das sind diese hier. Das sind die lila Seile. Auf den ersten Blick seht ihr da auch keinen Unterschied zu den neuen. Und die Seile merkt man daran, dass sie zu der guten Qualität gehören. Die sind dick, sie sind stabil, sie sind glatt und egal wie lange man mit denen arbeitet, sie fühlen sich immer gut an. Also sie sind natürlich noch immer nicht so gut wie die Chiagu. Auch mal für alle, das werfe ich jetzt einfach mal mit rein, was empfehle ich euch? Immer Chiagu. Chiagu einfach best. Aber Knit Pro ist halt eine Budgetlösung, ne? Budget, wenn man nicht so viel zur Verfügung hat. Deswegen macht es trotzdem Sinn, darüber zu sprechen. Das waren auch die ganz, ganz alten Seile. Das heißt, jetzt, wenn ihr jetzt Sets irgendwo im Internet von Knit Pro seht und die sind bunt und ihr erhaltet aber das Set mit lila Seilen, dann muss ich euch sagen, herzlichen Glückwunsch, höchstwahrscheinlich, also ich weiß es nicht, weil Knit Pro hat ja hier mal jenes gemacht, aber höchstwahrscheinlich habt ihr noch ein Set erhalten, was ganz, 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 ganz lange beim Händler rumgelegen hat. Da will ich jetzt nicht auch nichts Falsches sagen, aber ihr habt höchstwahrscheinlich noch die gute Qualität abbekommen. Das heißt, wenn es ganz, ganz lange rumlag und ihr noch die ganz alten lila Seile bekommen habt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich die gute Qualität erwischt. Also fasst mal das Kabel an,
wenn es sich stabil anfühlt, wenn es sich glatt anfühlt, auch glänzend ist und ihr ein allgemein gutes Gefühl habt, dann ist es höchstwahrscheinlich noch die gute Qualität. Der Übergang hier zum Beispiel sieht so aus. Na, ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen sehen. Also die Übergänge bei Knit Pro sind recht gut. Nicht so gut wie Chiago, aber recht gut. Dann, um die Frage zu beantworten, was ist mit diesem silbernen und lila? Also ihr seht zum Beispiel, hier habe ich nicht silber und lila, silber und gold. Es ist einfach nur eine Präferenz, eine Farbpräferenz. Also es ist vollkommen egal. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Man hat diese Farbabstufung einfach nur genommen, weil manche Sets haben Gold, manche Sets haben Silber. Und damit man das halt nachkaufen kann in der gleichen Farbe, hat man diese Unterschiede gemacht. Aber im Grunde genommen ist es egal, ob ihr jetzt Silber oder Gold bestellt. Ist bloß. Und bei den neuen Seilen, also, nee, neu ist falsch, nicht bei den neuen Seilen. Bei den Seilen, die nach Lila kamen, da wurden die Seile bunt. Dann gab es dann diese hier. Und es gab die neuen lila Seile. Das seht ihr jetzt hier nicht, weil, wie gesagt, auf die Entfernung oder übers Video sieht das gleich aus. Aber die Qualität bei denen wurde leider schlechter. Und das merkt ihr daran, dass sie, ja, die sind, also für mein Gefühl, wenn man sie anfasst, die sind alle ein bisschen dünner. Die glänzen auch nicht so und die fühlen sich, ich sag immer, die fühlen sich irgendwie klebrig an. Also wenn man mit denen auch handarbeitet, das Garn rutscht auch nicht so. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie da bleibt auch ein bisschen Staub dran hängen. Also Gefühl, ne? Jetzt inwieweit das molekularisch korrekt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, nachdem die alten lila Seile abgeschafft wurden, war ich dann mit Knit Pro sehr unzufrieden, weil die Übergänge wurden auch schlechter. Und wie gesagt, dieses Seil, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und auch vom Feedback von euch weiß ich, dass oft Dinge einfach kaputt gegangen sind von Knit Pro. Also das heißt, dass die Seile gerissen sind, rausgefallen sind aus der Halterung, die Gewinde waren auch nicht so gut. Manchmal hat es nicht gepasst, man hat es nicht richtig reingekriegt, es hat sich gelöst, man konnte es nicht richtig festziehen. Na, ihr kennt das, das ganze Theater so. Diese Sachen, die ganzen Kleinigkeiten, worauf es ankommt, wo es dann nicht funktioniert und einfach nervig ist und man so ein bisschen frustriert ist und dann doch wieder zum festen Seil greift. Was manchmal ja auch nicht verkehrt ist. Es ist manchmal auch eine gute Lösung, wenn man halt mit diesem System ein bisschen frustriert ist. Dann greift man einfach zum festen Seil und es funktioniert. Aber es hat ja einen Sinn dahinter. Diese austauschbaren Geschichten haben ja einen Sinn, dass man ja halt nur ein oder nur zwei Seile kauft und man kann mit denen verschiedene Nadelgrößen benutzen, damit man nicht so viele Seile und Nadeln und so weiter braucht, sondern dass man halt einmal ein Set kauft und damit kann man alles machen. Das ist ja der Hintergrund dahinter, der auch Sinn macht, damit man nicht zig Seile kaufen muss. Es macht aber dann Sinn, wenn man sowieso parallel 10 Projekte auf den Nadeln hat, dann kann man, glaube ich, auch sogar in 10 feste Rundstricknadeln mit einem festen Seil investieren. Ich glaube, das ist dann nicht verkehrt. Also es kommt drauf an, wenn ihr so ein Monogamstricker seid und ihr arbeitet immer nur so an ein oder maximal 2 Projekten, ja. Aber wenn ihr immer irgendwie 5 bis 10, vielleicht sogar 20 Projekte auf den Nadeln habt, dann lohnen sich vielleicht sogar auch feste Seile, weil die bei euch ja sowieso fest vergeben sind dann für das Projekt. Ne? Also es kommt, wie immer, es kommt halt drauf an. Es kommt auf eure Präferenzen an. Ja, und dann, nach dieser ganzen Geschichte, kamen dann die Kabel, die ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Die gibt es als Teal-Farbe, also diese bläuliche Jadefarbe. Oder diese bläuliche Türkise, ja, das ist so irgendwie so eine Mischung aus Türkis und Jade, irgendwie so ein Mix. Oder ja, vielleicht Ocean Blue, Daphne Blue, Teal. Sie nennen es Teal, also die Teal-Kabel. Dann gibt es sie auch noch in Lila und in Schwarz. Und die neuen Kabel kamen als Edelstahl-Variante, die den Chiago-Kabeln sehr, sehr nahe kommt. Und die sind richtig gut. Und die gibt es als feste Kabel und als Swivel-Kabel, die sich in sich selbst drehen. Empfehle ich nicht unbedingt für gefachte Garne, eher die festen Kabel. Und da habe ich euch ja gesagt, ich mache auf jeden Fall eine Notiz bei uns in den Shop. Ich schreibe auf jeden Fall oben rein, bessere Qualität, damit ihr dann wisst, welches sind. Und ihr müsst dann auf die Artikelbeschreibung achten. Also entweder steht es im Titel oder in der Artikelbeschreibung, die Edelstahl-Kabel oder Seile sind. Das sind die neuen, die richtig gut sind. Die alten machen Probleme. Also entweder ihr habt Glück, ihr findet noch die ganz, 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 ganz alten Lila. Die sind gut, aber die sind trotzdem aus Kunststoff.
Oder greift gleich zu den neuen von Knitpro, die Edelstahlkernen. Entweder die Swivel oder die Festen. Ich würde euch die Festen empfehlen, aber Swivel sind auch gut. Je nachdem, es kommt mal wieder drauf an. Wenn ihr mit gefachten Garnen arbeitet, nehmt das feste Seil. Wenn ihr mit normalen Sockengarn zum Beispiel arbeitet, mit verzwirnten Garnen, könnt ihr auch gerne zum Swivel-Seil greifen. So. Und auch da gibt es schwarze, alte Kunststoffseile von Knitpro, die nicht so gut sind, und neue schwarze Edelstahlseile, die bessere Qualität haben. Auch bei Lila gibt es jetzt die neuen Lila in Fest und in Swivel, und die alten Kunststoffseile, die nicht so gut sind. Also ihr seht, es ist kompliziert, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Also je nachdem, was ihr wollt, aufpassen, Titel lesen, Artikelbeschreibung lesen, im Zweifel einfach fragen. Im Zweifel einfach den Händler fragen. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne, wie immer, in den Kommentaren. Da kann ich dann gleich allen antworten oder über Nachricht, wie auch immer ihr wollt. Da kann ich dann vielleicht nochmal nächstes Mal in einem Video nochmal drüber sprechen, wenn noch irgendwas unklar ist. Aber ja. Ah doch, es gab noch eine Frage. Genau. Kann man denn diese neuen Kabel mit allen alten Nadeln kombinieren? Ja, könnt ihr. Also die Knitpro hat die Gewinde nicht verändert. Die Gewinde sind gleich geblieben. Das heißt, ihr könnt die neuen Kabel mit all euren alten Sets und Nadeln verbinden und verwenden. Aber... jetzt kommt das große Aber. Die Übergänge mit den alten Nadeln sind nicht so gut wie die neuen Mindful-Nadeln. Weil das ganze neue Mindful-Projekt ist halt eben, also für mich jetzt, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, eine Chiagu-Kopie. Eine ziemlich gute Kopie. Wobei ich finde, Chiagu ist noch immer ein Ticken besser. Genau. Also ihr könnt es kombinieren, aber die Übergänge sind nicht so gut. Das heißt, ihr erhaltet ein sehr, sehr gutes Seil, was eine sehr gute Qualität hat. Aber wenn ihr das mit euren alten Nadeln kombiniert, bleiben die Übergänge trotzdem hakelig. Ne? Kann sein, muss nicht sein. Also das ist, Knitpro hat da wirklich Toleranzen. Manche sind gut, wisst ihr, das ist so, die eine Nadel ist top, die andere nicht so. Also es schwankt. Auf jeden Fall, wenn ihr es perfekt haben wollt, braucht ihr die neuen Mindful-Nadeln und die neuen Mindful-Kabel. Oder die neuen Lila oder die neuen schwarzen Edelstahlkabel. Auf jeden Fall achtet auf Edelstahl. Genau. Und wo wir bei den Kabeln sind, zeige ich euch mein Projekt, woran ich gerade arbeite. In meiner Woodland-Tasche wohnt nämlich ein neues Projekt. Sage ich auch schon, wohnt wie Katrinchen. Ich habe nämlich, bevor ich euch das zeige, ich habe angefangen, ich habe mir zwei Knäuel erstellt, weil ich unbedingt mit unseren Modalverläufen arbeiten wollte. Und ich habe mir zwei Knäuel erstellt, einen Verlauf in Blautönen und ein Dunkelblau dazu. Ich habe überlegt, ob ich Schwarz nehme, habe mich dann doch für Dunkelblau entschieden, weil ich wollte es nicht zu dunkel machen. Also im Sonnenlicht sieht das Dunkelblau auch richtig, richtig schön aus. Es hat viele Farbnuancen. Ich denke mal, ihr seht das hier in der Kamera nicht so gut. Aber doch, so sieht man es, ja. Aber ich liebe das, die Farbnuancen im Sonnenlicht. Also ich stricke auch sehr, sehr gerne draußen. Bei uns ist die letzten Tage sehr, sehr schön geworden. Wir haben wirklich tolles Wetter bekommen. Und Chris arbeitet sehr viel draußen am Häuschen für die Kinder. Man hat schon eine Vorterrasse für das Kinderhäuschen gebaut und ein Überdach. Und der geht da total auf, also voll, der ist total in dem Wahn. Und ich habe auf jeden Fall angefangen, ich habe nach einem Mosaikschal gesucht, woran ich mich erstmal üben kann. Also woran ich erstmal gucken kann, okay, wie ist das Ganze aufgebaut, weil Mosaikstricken für mich neu war. Also ich kannte davor nur das typische Stranded Colorwork oder Fair Isle oder norwegische Muster, also ist alles das Gleiche. Falls sich jemand fragt, wo da der Unterschied ist. Es ist alles das Gleiche. Es unterscheidet sich meist einfach nur so ein bisschen im Bild, ja, im Look. Aber die Technik ist an sich die gleiche. Und Mosaik-Stricken habe ich, ich gucke von Andrea Mori gerne ihre Podcasts und sie arbeitet ja gerne auch im Mosaik. Und ich bin da durch sie drauf gekommen. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Da habe ich geguckt, okay, von wem könnte ich das denn nacharbeiten? Und ich wollte einen Schal für meinen Mann, für Chris Hart arbeiten. Er hat sich einen Schal gewünscht. Und
Da bin ich natürlich auf Herr Duitt, Thorsten Duitt gestoßen, weil er tolle Männerdesigns macht, also sehr, sehr schöne Designs. Und habe dann gleich, also ich habe zuerst online geguckt und habe nichts gefunden, habe ihn dann gefragt, hast du nicht irgendwie was Mosaikmäßiges? Ich finde da nichts. Also es kann natürlich sein, dass er in seinen Büchern was hat, aber ich habe leider kein Buch von ihm da gehabt, deswegen habe ich gefragt, ich hätte mir natürlich eins bestellt, wenn ich gewusst hätte, wo. Aber ich habe ihn erstmal angefragt und dann hat er gesagt, ja, du, ich habe da was, guck mal hier. Und dann hat er mir was geschickt. Ich blende euch mal ein Bild ein und da habe ich danach gearbeitet. Wirklich ein ganz, ganz tolles Design. Ich habe mich sofort darin verliebt und habe angefangen, diesen Schal zu stricken. Und habe dann eine Weile, ich habe gestrickt und gestrickt und gestrickt, macht übrigens wirklich sehr viel Spaß. So ein geometrisches Muster, es erschließt sich von sich selbst. Nach einer Weile wisst ihr schon, wie es geht. Und man muss nicht immer so akribisch auf die Strickschrift gucken, auf diese Grafik. Also natürlich hin und wieder, damit ihr wisst, wo ihr seid, ne, damit das alles richtig geht. Aber es erschließt sich vieles von sich selbst. Und habe gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und es geht wirklich wunderbar. Also Mosaikstricken ist so einfach im Vergleich zum Stranded Colorwork, so easy, weil man immer nur eine Farbe führt und die anderen Maschen hebt man einfach hoch. Aber ich habe dummerweise am Anfang einen Fehler reingehauen. Ich habe irgendwie nicht richtig zählen können und ich habe statt der geforderten Anzahl an Maschen zu viel Maschen angeschlagen, so ungefähr 5 zu viel. Ich habe zwischendurch abgenommen, aber man hat es leider gesehen. Ich habe zu früh abgenommen. Ich hätte es viel, viel später machen sollen. Ich hätte es, ja gut, viel später wäre auch nicht gegangen. Man hat ja eine Grafik. Ich hätte eigentlich von vornherein nochmal die Maschen anschlagen sollen. Wollte ich aber nicht. Ich habe gedacht, ja, ich kann das kaschieren durch Abnahmen. Das klappt meistens ganz gut. Also wenn man schon ein bisschen erfahren ist im Handarbeiten, weiß man, wie man Fehler im Nachhinein durch unsichtbare Abnahmen oder so kaschieren kann. Das klappt wirklich wunderbar. Aber bei mir hat es nicht geklappt. Man hat es einfach gesehen. Ich habe dann am Anfang so eine Nase gehabt, am Anfang des Schals. Und ich habe die einfach immer wieder gesehen. Und irgendwann war ich dann schon so weit, aber ich habe trotzdem immer wieder diesen Fehler gesehen und ich habe gedacht, das ist so schade und ich konnte, ja, ich habe es dann einfach geribbelt. Ich konnte mich damit nicht abfinden, dass dieser Fehler drin ist, weil ich will den Schal ja auch verschenken. Ich will damit ja auch vielleicht ein schönes Foto machen und ich würde dann einfach jedes Mal diesen Fehler sehen. Also ich habe hin und wieder Fehler in meinen Handarbeiten drin. Wenn ich sie auf dem Bild nicht sehe, bin ich damit happy. Oder wenn es derjenige, der Beschenkte, auch nicht sieht, bin ich damit auch happy. Das ist beim Handarbeiten einfach so. Fehler passieren. Ich glaube, niemand von uns handarbeitet komplett fehlerfrei. Und wenn, dann fängt man mehrfach an. Ich habe es dann einfach aufgeribbelt, aufgemacht. Und wie es halt so ist bei Leuten, die eigene Designs machen, ich konnte es natürlich nicht lassen. Ich musste natürlich einen eigenen Schal anfangen. Ich hätte natürlich total gechillt nach Thorstens Anleitung arbeiten können. Und entspannt, aber ich konnte nicht anders. Das ist so, Andrea sagt auch immer gerne, once your designer brain is on, you can't turn it off. Und das ist genau so ist es. Man denkt halt einfach die ganze Zeit, ich könnte es aber so machen, ich könnte so machen, ach, das würde ich gerne ausprobieren. Und wie ist das? Und ja, ich konnte nicht anders. Und ich habe natürlich einen eigenen Mosaikschal angeschlagen. Und habe ein bisschen Chris entscheiden lassen, so in welche Designrichtung es gehen soll. Und das untere Design hier, dafür hat er sich entschieden. Das hat er sich gewünscht. Damit habe ich angefangen. Aber nach einer Weile, wie wir Stricker halt so sind, wir wollen natürlich ein bisschen Abwechslung. Ne? Und da habe ich gesagt, du, es tut mir leid. Ich verstehe dich, dass du den gesamten Schal nur da raus haben willst. Verstehe ich absolut, wäre auch super schön geworden. Aber ich kann nicht anders. Ich muss einfach was anderes einbauen. Ich habe gesagt, ich mache dir jetzt das rein. Ob du willst oder nicht, ich muss jetzt einfach mal Abwechslung drin haben. Und ja, es macht wirklich einen Riesenspaß. Also einen Riesenspaß. Und ja, alle, die sich jetzt fragen, Julia, kommt dazu eine Anleitung? Ja, ich arbeite an der Anleitung. Ja, sie kommt. Wann? Keine Ahnung. In welcher Form? Keine Ahnung, aber sie kommt. Genau. Das kommt auf jeden Fall. Und zwischendurch habe ich gelernt, ihr kennt ja meine Geschichte mit meiner Patentstola, die ich leider ribbeln musste, weil ich das Patent nicht wieder hochstricken konnte mit dem Garn. Die habe ich damals aus dem Milano-Garn gearbeitet. Und dadurch, dass es gefachtes Garn ist und dann auch noch mit dem Milano-Faden und Patent, war das dann too much. Ich habe sie dann geribbelt, ich konnte sie nicht retten oder ja, vielleicht hätte ich es machen können. Ich weiß es nicht, ich hatte keinen Nerv dafür. Aber hier habe ich Rettungsseile eingezogen oder ein Seil reingezogen. Und das mache ich in regelmäßigen Abständen wieder auf und hoch. Also hier hatte ich mal das Rettungsseil, dann hier
hier zuletzt und jetzt da, also vor ein paar Reihen, habe ich mir ein Rettungsseil reingezogen. Empfehle ich euch auch auf jeden Fall, wenn ihr solche Farbarbeiten macht, egal ob Stranded Colorwork, ob Patent oder jetzt Mosaik oder vielleicht komplizierte Lace-Muster, zieht euch wirklich ein Rettungsseil rein. Das ist jetzt einfach irgendein Restgarn. Das ist auch so schön glatt, das kann man auch hier immer wieder aufmachen. Also den Knoten kann ich immer wieder aufmachen. Und dann einfach mit einer Wollnadel. Also so wie jetzt die Arbeit jetzt ist, wenn ihr euch fragt, wie das geht. So wie die Handarbeit jetzt hier ist, zieht ihr einfach mit einer Wollnadel durch alle Maschen, die ihr auf den Nadeln habt, zieht ihr einfach dieses Seil rein. Also ihr lasst auch das Kabel dann so. Und dann macht ihr dann hier einfach nur einen Knoten, damit sich das nicht lösen kann. Manche machen auch keinen Knoten rein. Manche machen auch einfach nur einen ganz, ganz langen Faden oder ganz lange Seil rein. Und ja, genau. Und daran arbeite ich jetzt und macht sehr viel Spaß. Ist meine Lieblingsfrühstücksbeschäftigung aktuell. Jedes Mal zum Käffchen gibt es ein paar Reihen Schal. Genau. Wie lange ich ihn mache, weiß ich noch nicht. Ich vermute, naja, so 1,50 Meter Länge bestimmt mindestens. Und ich schau mal, ich schlage das dann mal Chris um den Hals und gucke mal, wie es an ihm aussieht. Ich weiß auch nicht, ob noch mehr Muster reinkommen oder nicht. Ich lasse mich da leiten von meiner Stricklust, so wie sich das ergibt. Also bei mir entstehen wirklich ganz, ganz viele Anleitungen einfach aus dem Bauch heraus. Ich hole mir manchmal Inspiration oder wie gesagt, von Chris habe ich mich jetzt hier unten, haben wir uns ein bisschen aus dem Internet inspirieren lassen. Er guckt sich dann immer so Designs an und dann basteln wir ein bisschen was zusammen. Und ja, so entsteht das dann, worauf man so Lust hat. Und wenn er es nicht trägt, ich habe zwei Kinder, die freuen sich auch über einen Schal. Oder ich trage ihn vielleicht selber. Wobei Blau ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Das ist eher für ihn jetzt gewesen. Aber es macht auf... Oh, ich habe noch was ganz vergessen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich wollte ja über die Kabel reden. Genau. Ich habe hier natürlich das neue Kabel und die neuen Nadeln. Das ist die feste Rundstricknadel von Knit Pro. Die neue Mindful in der Größe 2 mm. Ich habe hier vierfaches Garn. Das Garn habe ich übrigens schon im Shop. Aber ich weiß nicht, wie viel ich davon benutzen werde. Das ist einmal vierfach 300 Meter, vierfach 300 Meter. Mein Gefühl sagt mir, ich werde mehr brauchen. Wie viel weiß ich aber noch nicht. Aber ich habe es schon im Shop. Also wer Lust hat, daraus selbst ein Schal oder ein Tuch oder was auch immer zu handarbeiten. Insgesamt 600 Meter, vierfach. Wenn ihr wisst, was ihr mit 600 Metern anfangen könnt, könnt ihr das Set bereits schon so direkt bestellen oder euch dann halt natürlich Wunschfarben aussuchen. Aber ja, und das neue Kabel macht sehr, sehr viel Spaß mit den Nadeln. Also hat Knit Pro, muss ich wirklich sagen, haben die sehr, sehr toll gemacht. Es ist ein schöner Übergang. Natürlich, wie gesagt, Chiaku ist noch immer besser, aber es ist trotzdem ein schöner Übergang. Ich zeige euch das hier nochmal. Also die Nadeln lassen sich wirklich wunderbar stricken. Ich tendiere immer sehr zu kalten Händen und die Nadeln fühlen sich aber trotzdem angenehm an. Also die nehmen die Handwärme sehr schnell an. Die haben da auch diese neue Chiaku-Technologie verwendet, dass die Nadeln halt eben auch ab einer gewissen Größe hohl sind und dass sie sich angenehm verarbeiten lassen. Es ist nicht gebürstet, es ist richtig glatt, es ist toll. Die Spitzen sind nicht zu spitz. Also ich stricke tatsächlich nicht, ich drücke nicht auf die Spitzen beim Stricken drauf. Ich arbeite halt eben mit meinen Händen so, dass ich dann beim Stricken die Fäden einfach festhalte. Manchmal drücke ich vielleicht mal drauf, wenn es ein bestimmtes Muster, das an einer bestimmten Stelle braucht, aber in dem Fall jetzt nicht. Und ja. Also manche Leute könnten vielleicht sagen, dass sie zu spitz sind, aber man muss auch sagen, es ist 2 mm, ne? Es ist 2 mm Stärke. Wobei ich auch an dieser Stelle sagen muss, nicht jeder arbeitet mit 2 mm bei Vierfachgarn. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ich arbeite so, weil ich praktisch nahezu keine Fadenspannung habe. Ich arbeite wirklich mit extrem wenig Fadenspannung. Bei manchen Stellen, also zum Beispiel bei Socken, da wo man es braucht, da arbeite ich mit Spannung. Da wickele ich mir den Faden mal auch um den Finger. Aber bei den ganzen Sachen wie Decken, Schals,
Tücher an, alle Kleidung, habe ich keine Fadenspannung drauf. Von daher, also ist für mich die Nadelspitze recht irrelevant, was den Schmerz angeht, weil ich nicht auf die Nadelspitze drücke. Aber was für mich ganz wichtig ist, ich brauche die Spitze, damit ich auch durch die Maschen komme. Also perfekt. Wirklich einfach toll. Genau. Und wenn ihr wisst, da drin war ursprünglich der Tikal, der Community Tikal, der... Das machen wir gleich. Also, der neue Blog ist draußen. Ich habe die schriftliche Anleitung ergänzt. Blog Nummer 7 ist draußen. Es wird der Lettuce Stitch und die Videos dazu, die Videoanleitung haben die Kanalmitglieder schon. Ihr alle bekommt es, also entweder es ist jetzt schon draußen oder es kommt erst nächste Woche raus. Ich glaube, es kommt eine Woche später nach dem Podcast. Also wenn der Podcast hier oder der Vlog hier draußen ist, eine Woche später dürften dann die Videos kommen, auch für euch. Ich kann euch den leider hier jetzt nicht zeigen. Wie gesagt, der war mal da drin, der ist jetzt nicht da drin. Die liebe Nadine hat sich bereit erklärt, ihn zu Ende zu häkeln. Dankeschön, Nadine. Also ich weiß, du guckst so. Danke, 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 danke. Sie macht die Decke fertig und ich mache die Anleitung mit euch fertig. Ich kann natürlich, wie gesagt, ich kann Sequenzen filmen. Ich kann euch tunesische Häkelmuster filmen. Ist alles kein Problem, dass über eine kurze Zeitspanne geht. Ich kann halt einfach nur nicht mehr an einer Decke repetitiv über Stunden arbeiten. Es geht einfach nicht. Und die Entscheidung wäre dann entweder sein lassen oder an jemand anders abgeben. Deswegen hatte ich die Idee, das an jemand anders abzugeben. Es hat wunderbar geklappt. Dankeschön an dieser Stelle. Bitte fühle dich nur jetzt nicht gedrängt. Also wir haben auf jeden Fall keinen Zeitplan. Also ich weiß, du guckst mir zu. Ich habe es ja auch schon gesagt, aber wir haben keinen Zeitplan. Also die Decke wird fertig, wenn sie fertig wird. Ob es in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ist, das ist egal. Irgendwann. So. Und zum Schluss, ich habe euch ja gesagt, ich wollte ja noch mit Chiago arbeiten und zum Schluss habe ich noch gewechselt auf eine Chiago tunesische Häkelnadel, die T-Spin mit den roten Seilen, mit den roten Kabeln von Chiago und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe ja über die Köpfe gesprochen, dass ich die neuen Köpfe, die neuen Nadeln von Knit Pro nicht so gut fand, weil sie waren mir zu lang. Und die Spitze war mir zu spitz und der Haken war mir zu lang bei Knit Pro und Chiago hat genau das alles nicht. Also Chiago hat tatsächlich sehr, sehr gut an die Köpfe gedacht. Sie haben den Kopf kurz gemacht. Sie haben den Kopf sehr kurz gemacht, aber spitz, sodass man sehr gut durch die Maschen kommt. Und den Haken haben sie kurz gehalten, aber auch spitz. Also so, dass man gut greifen kann, aber einen kurzen Weg hat. Und das hat wunderbar geklappt. Ja, also hier die beiden Seile mal nochmal im Vergleich. Also oben habt ihr Chiago, da seht ihr, da ist der Kopf sehr kurz und unten ist Knit Pro, da ist der Kopf recht lang und auch der Haken lang. Und ja, es ist wirklich minimal. Also jemand, der sich damit nicht beschäftigt, sieht das vielleicht nicht und denkt, ja, Haken, Häkelnadelkopf, Koffiekopf, ist doch egal, geht doch alles. Ja, nee, also wenn man wirklich lange arbeitet oder vielleicht auch eine Decke arbeitet, ich finde die Chiago wirklich deutlich besser. Ja. Haben sie einfach perfekt umgesetzt. Also da muss man sagen, da sind dann anscheinend wirklich Leute dran gewesen, die selber handarbeiten und ihr Handwerk verstehen und sagen, das muss so und so und so und so sein, damit es richtig viel Spaß macht, damit es schnell geht und angenehm ist. Ja, aber trotz der Chiago-Nadel. Also klopfen wir dreimal aufs Holz, dass das so bleibt, dass meinen Händen weiterhin so gut bleibt. Ich ja, pass auf mich auf. Ja, dann habe ich hier mein Sound of the Ocean. Daran habe ich ein bisschen gearbeitet. Es müsste Reihe 134 sein, habe ich es aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht. Ja, Reihe 134. Daran habe ich gearbeitet und es ist ein bisschen grüner geworden. Ich zeige euch mal, wie weit ich bin. So sieht's aus.
Und hier kam das Grün rein. So sieht das ein bisschen vom Namen aus. Hier kam das Grüne rein. Ja, daran arbeite ich auch hin und wieder. Da kommt das neue Muster rein. Da könnt ihr schon ein bisschen mehr von dem dicken Streifen sehen. Da kommt das neue Muster dazu. Ja, was ich noch aktualisieren muss, ich muss noch das Garnset für euch aktualisieren. Ich würde jetzt, ich bin jetzt beim zweiten Knäuel gelandet. Hier. Und ich werde die Meterzahl, die ihr insgesamt braucht für das Projekt, werde ich ein bisschen nachbessern müssen. Das ist natürlich bei jedem anders, ne? Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Aber ich denke mal, jetzt im Großen und Ganzen werden wir ein bisschen mehr Garn benötigen. Und das will ich noch nachbessern, falls jemand jetzt einsteigen will, dass er dann die richtige Meteranzahl bekommt. Aber wie gesagt, macht euch keine Sorgen, wenn ihr ein bisschen zu wenig Garn habt. Ihr könnt ja jederzeit nachbestellen. Wir können die Verläufe fließend weiter einarbeiten, dass es auch die gleichen Abstände hat und so weiter. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt euch immer, wenn ihr mehr Garn braucht, immer was nachordern. Wir haben die Farben noch da. Ja. Genau. Und die Knäuel könnt ihr euch dann auch einzeln ordern, wenn ihr wollt. Weil viele sagen dann auch, okay, ich möchte jetzt nicht auf einen Schlag diese ganze Summe ausgeben, dieses ganze Set bestellen. Verstehe ich absolut. Ihr könnt dann einfach einzelne Knäuel ordern. Oh, und das wäre eine große Decke. Die gesamte Anleitung habe ich schon vor einer Weile komplett hochgestellt. Das war geplant ursprünglich als Kall, den wir zusammen machen. Aber weil er wirklich so, so lange geht. Also in erster Linie wollten natürlich viele Leute nicht, dass ich einfach jede Woche immer wieder das Gleiche zeige, was ich verstehe. Deswegen hatte ich das auch eingestellt, weil ihr natürlich nicht irgendwie über die nächsten 3 Jahre nur diese Decke sehen wollt. Ich wusste ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Ich habe es einfach ausprobiert. Das war einfach, hey, let's test it. Wie klappt dieser riesige Kall? Und in zweiter Linie wollen natürlich viele auch von euch nicht so lange warten, weil viele von euch haben auch ein anderes Arbeitstempo und arbeiten vielleicht 2, 3 Reihen am Tag und sind dann halt schon in ein paar Monaten mit der Decke fertig. Andere brauchen Jahre und ich habe dafür Verständnis gehabt und dann habe ich sie halt einfach komplett veröffentlicht. Das heißt, jeder, der die Decke jetzt sofort handarbeiten möchte, der kann sie handarbeiten, auch schon seit einer Weile. Ja, die Anleitung ist auf jeden Fall online. Dann habe ich hier noch was. Da habe ich ein paar Runden weitergearbeitet. Das habt ihr bei mir auch schon auf Instagram bestimmt gesehen. Das ist mein Colorwork Pulli. Den arbeite ich für Chris aktuell. Das ist ein sehr schönes Muster. Ich liebe es wirklich sehr. Gearbeitet auch aus Modal. Super, super weich. Und das ist nicht gestrickt. Das ist gehäkelt. Deswegen seht ihr auch keine Stricknadeln hier dran hängen. Und ich habe da ein paar Runden dran geschafft. Also ich habe nicht sehr viel in der letzten Zeit dran gearbeitet, aber hin und wieder habe ich dann doch dran gesessen. Das wird der Ärmelbereich, ein Ärmel und ein Ärmel. Das ist gearbeitet im RVO-Prinzip. Also ich habe hier oben angefangen mit Kragen. Schön elastisch. Bin ich hier zusammengeschlossen zu einer Runde. Und dann arbeite ich gerade das in Runden, in Strickstich. Also sieht aus wie gestrickt, aber es ist gehäkelt. Und das wird ein schöner, warmer Winterpulli. Ja. Auch ein Wunsch von Chris. Also er mag solche Muster total. Das ist total seins. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Pulli. Die Kinder haben auch schon bestellt. Die haben gesagt, Mama, ich möchte unbedingt auch so einen. Ich habe gesagt, ja, okay. Ich vermute mal, das wird dann später ein Video werden. Also ich häkle erstmal den Pulli von Chris. Und dann werden wir wahrscheinlich die kleinen Pulli-Version als Videoversion machen. Und ich häkel das mit einer 3 mm. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, seht ihr das? Ja, mit einer 3 mm. Und ich habe mich ja ein bisschen modal gewickelt. In weiß und in einem Designer-Mix. Ohne Verlauf. Das macht sich bei Pullis ein bisschen besser. Und ja, macht sehr viel Freude. Ja, entsteht auch schön. Das ist ein schöner Entstehungsprozess.
Und die Rückseite wollen vielleicht auch manche sehen. So sehen die Fäden auf der Rückseite aus. Ja, Stranded Colorwork halt, ne? Ups, das darf ich nicht dran ziehen, sonst geht das nicht auf. Warte. Müssen wir mal vielleicht einen Stitch-Marker reinmachen, damit sich das nicht... Jetzt habe ich eigentlich... Oh ja, ich habe einen da. Warte mal, wir machen mal ganz schnell einen Stitch-Marker rein. Maschenhalter auf Deutsch. Genau. Da haben wir dieses hübsche Teil, was ich sehr mag. Wie gesagt, Modal, absolut weich. Ich liebe es. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Modal und das wird ein schöner Pulli. Und den wird Chris bestimmt tragen. Also ich glaube nicht, dass er da wieder stehen kann. Ja, dann lass uns doch mal gucken und schauen, was ich hier habe. Und da habe ich mir die Farbe Sand von unserem Bio-Lines zur Hand genommen. Das ist unser Bio-Bändchengarn aus Baumwolle. Das wickeln wir euch auf Wunschlänge zu. Und die Kinder haben von einem Tag auf den anderen mit mir angefangen, Yoga zu machen. Also Yoga mache ich ja schon seit dem letzten Jahr auch ein bisschen intensiver. Natürlich, um ein bisschen aktiver zu sein. Wir Handarbeiter sind ja sehr gemütlich und sitzen gerne und handarbeiten gerne. Und damit ich da ein bisschen aktiv bleibe, habe ich seit dem letzten Jahr auch ein bisschen Yoga-Praxis in meinen Alltag eingebaut. Und ich mache jetzt eine Matte für die Kids. Das wird eine Yogamatte. Schön Diamantmuster, einem schönen, ja, oder Raute. Im Englischsprachigen nennt man es gerne Diamond, im Deutschen auch gerne Rautenmuster. Aber ich, ja, ein ganz, ganz simples Lochmuster. Es ist gehäkelt mit halbem Stäbchen. Und es ist einfach nur ein Lochmuster, was entsteht. Und es macht Riesenspaß und es geht super schnell. Also an dem habe ich jetzt schon eine Weile nicht gearbeitet, aber ich meine, das war das Ergebnis von 2 Tagen. Also jetzt nicht 2 Tage komplett dran sitzen, aber halt an 2 Tagen so ein bisschen am Abend oder morgen ein bisschen dran arbeiten. Es geht wirklich super flott. Also super simpel. Es ist nur halbe Stäbchen und dann hier Maschen überspringen und Luftmasche und sieht super cool aus. Ja, das wird Yogamatte Nummer 1. Entweder für meinen Großen oder für meine Kleinen, ich weiß es nicht. Und eine zweite mache ich dann auch natürlich, wenn es von den Kanalmitgliedern irgendwann gewünscht ist, dann mache ich das auch noch als Video. Aber ja, ich arbeite an der Anleitung zu eurer Frage. Dann im gleichen Zuge, wir haben tatsächlich bei uns im Bad aktuell keine Badematte da, nur unten, nicht oben in dem Bad. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat mit der Yogamatte, habe ich mir gedacht, mache ich doch auch eine Badmatte. Und dazu habe ich mir das gleiche Garn genommen, auch die Lines, in der Farbe Avio. Oder Avio, wie auch immer man es ausspricht. Und das sieht jetzt nach nichts Besonderem aus. Es sind einfach nur halbe Stäbchen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich im Colorwork arbeite oder auch so ein ähnliches Muster mache. Ich habe auch tatsächlich am Anfang ein kleineres Diamantmuster angefangen. Aber mir war es dann doch zu löchrig fürs Bad. Also ich habe gerne, wenn ich im Bad auf den Teppich drauf trete, dass ich keinen Kontakt mit Fliesen habe, damit es nicht kalt ist. Deswegen habe ich es nochmal komplett geschlossen. Und ich habe vor, ein Muster aufzuhäkeln. Also wir werden dann mit Kettmaschen ein Muster dann hier drauf häkeln. Also das heißt, es ist super simpel, es ist einfach nur Luftmaschenkette und dann in halben Stäbchen in Reihen arbeiten. Und dann, wenn man die Größe erreicht hat, dann werden wir mit einem Kontrastgarn, ich gucke mal, welches Garn ich, also welche Farbe ich nehme, ob ich weiß nehme oder vielleicht hellblau, mal sehen. Und dann werden wir mal ein schönes Muster aufhäkeln. Genau. Da weiß ich noch nicht genau was. Mal gucken. Ich lasse mich da auch noch ein bisschen inspirieren. Meistens kommt es immer wieder aus dem Bauch heraus. Ja. Und dann, mein Sohn ist total im DJ-Fieber. Und Chris hat ihm auch schon solche DJ-Pulte gekauft. Und der ist totaler Ben Böhmer-Fan. Und er hört jeden Tag seine Musik und er macht jeden Tag... Er mischt da jeden Tag mit Ben Böhmer zusammen am DJ-Pult und macht seine Musik und ist also total begeistert. Und am liebsten, sein Lieblingsvideo ist, wo Ben Böhmer Heißluftballon
diese Live-Show macht in Kappadokia, heißt es, glaube ich. Kappadokien oder Kappadokia? Ich glaube, Kappadokien heißt es. Ich will nichts Falsches sagen. Ein wunderschönes Video, also was der für Aussichten hat. Wirklich toll gemacht. Die Musik ist auch super schön. Also selbst ich höre das total gerne, wenn mein Sohn das den ganzen Tag laufen hat. Da kann es wirklich jeden Tag kann er das anhaben. Also der hört auch ein paar andere Sachen von Ben Böhmer. Aber besonders dieses Video hat es ihm angetan und er hatte wirklich da seine Pulte und da läuft das Video und er fliegt zusammen mit dem Ben Böhmer im Ballon mit seinem Headset und er ist da total drin. Und er hat sich gewünscht, Mama, kannst du mir nicht einen Heißluftballon häkeln? Ja, natürlich häkle ich ihm einen Heißluftballon. Ja, selbstverständlich. Und das ist auch die Lines, weil die gerade so viel Spaß macht, habe ich mir auch die Lines gegriffen, das ist einfach nur weiß. Und das wird der Heißluftballon. Daran hänge ich dann noch einen Korb, einen Heißluftballonkorb in einer anderen Farbe. Vielleicht mache ich sie auch so einen Beige-Ton oder einen Braun. Mal gucken, was ich da noch mache für eine Farbe. Und dann will ich da drauf noch einen blauen Mond aufsticken, weil der Ben Böhmer ist natürlich in einem Heißluftballon unterwegs mit einem blauen Mond. Ich glaube, weiß nicht, ob das eine Firma, ein Hersteller, was auch immer, Turquoise steht drauf. Und da werde ich dann noch den blauen Mond drauf sticken. Ja. Da freut er sich sehr drauf. Er hat zwar auch gesagt, er will ein paar Puppen haben, aber mit so kleinen, super kleinen Amigurumi-Puppen, das ist nicht so meins. Also ein Heißluftballon ja, aber ich glaube, eine Puppe wird es nicht werden. Ich weiß es noch nicht genau. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn jemand eine Anleitung empfehlen kann, dass ich ein Mannequin häkeln kann, wenn es da draußen was gibt, wonach ich arbeiten kann, lasst mich gerne wissen. Vielleicht mache ich das dann doch. Weil Garn habe ich ja immer in ausreichender Menge da. Aber in erster Linie wird es ein Heißluftballon. Und meine Tochter hat natürlich auch gesagt, ich möchte auch einen. Also das heißt, es wird einen zweiten Heißluftballon geben. Also wird es wahrscheinlich einen Heißluftballon geben als schriftliche Anleitung, wenn ich fertig bin. Und einen zweiten wahrscheinlich als Video auch irgendwann. Aber wie gesagt, alles, was ich erzähle, bitte wartet nicht darauf. Es wird irgendwann fertig. Ich weiß es nicht, wann es entsteht, so wie es entsteht. Also, ja. Ich würde das gerne das Ende des Videos nochmal nutzen. Ich habe vor einer Weile Jennys Podcast geguckt und sie hat über das Selbstwertgefühl gesprochen. Und ich weiß von vielen von euch, dass sich viele so fühlen. Und Jenny hat in ihrem Podcast das sehr, 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 sehr ehrlich ausgedrückt. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste sie anschreiben und habe ihr einfach mal meine Gedanken dazu geäußert. Ich spreche jetzt nur für mich. Sie hat gesagt, dass sie halt 8 Jahre studiert hat, viel zu lange, natürlich aufgrund von Krankheit und dass sie sich irgendwie nicht gut genug fühlt, weil sie keine Karriere gemacht hat, weil sie nicht in einem Job arbeitet, der vielleicht vorgesehen ist. Also, dass man praktisch sich wünscht, sich mehr wünscht vom Leben oder denkt, man den Freunden oder den Familien, also das ist meine Interpretation, dass man denkt, man ist nicht genug für Familie oder für Freunde, dass man irgendwo versagt hat, dass man eigentlich, müsste man eine erfolgreiche Karrierefrau sein, man müsste das machen und dies machen und dass irgendwie vielleicht nur Handarbeiten oder nur Mama viel zu wenig ist, dass das so ein weggeschmissenes Leben ist oder ja, ich habe ein gutes Abitur, ja, ich habe ein sehr gutes Studium, ein erfolgreiches Studium. Habe ich gemacht. Ich habe in der Teppichetage angefangen, in einer großen Firma. Es stand alles offen. Ich habe in Stuttgart gearbeitet. An der Stelle muss ich sagen, Stuttgart ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Also ich habe damals zu Chris auch gesagt, übrigens auch Chris, ich habe ihn im Studium kennengelernt. Er dann auch bei einer Rüstungsfirma direkt angefangen, hat auch sehr schnell Anschluss gefunden und uns standen alle Wege offen. Ich habe damals Chris sogar noch gesagt, also wenn wir in die Stadt ziehen, dann auf jeden Fall nach Stuttgart, weil ach, ich habe es geliebt, also diese Serpentinen lang zu fahren. Ich habe in einem Vorort gewohnt, bin auch gerne Fahrrad gefahren zur Arbeit oder Roller hatte ich damals auch. Stuttgart ist wirklich toll. Also an alle, die in Stuttgart oder Stuttgart kommen, in Stuttgart wohnen, liebe Grüße, ihr habt Glück, die Stadt ist toll. Und ich erinnere mich, ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen daran. Ich habe ziemlich schnell festgestellt und Gott sei Dank Chris auch, also Gott sei Dank konnte ich mit ihm, unsere Beziehung war damals recht frisch, konnte mit ihm offen drüber reden, dass das überhaupt nichts für mich war. Also ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass diese ganze Marketing- und Karrierewelt sehr großes Haifischbecken ist. Ich meine, ja, ich mache mich fürs Video zurecht. Ich möchte natürlich, dass ihr was Schönes zum Gucken habt. Mache mir Wimperntusche drauf und manchmal
Lipgloss oder so. Ja, weil ich es halt einfach schön finde. Aber ich renne nicht den ganzen Tag damit rum. Und ich habe mich gegen diese Marketingwelt entschieden. Ich habe mich gegen das Projektmanagement entschieden. Mich wurde gefragt, ob ich bleiben möchte. Ich habe abgelehnt. Ich habe damals gedacht, das war eine falsche Entscheidung. Es hat sich für mich damals im Bauchgefühl angefühlt nach richtig. Ich wollte es nicht. Ich habe mich wirklich furchtbar unwohl gefühlt. Ich weiß noch, unsere schönsten Momente, also ich mit Chris, waren, wenn wir zusammen Skateboard gefahren sind, obwohl wir über 20 waren. Ich habe mit ihm noch Skateboard fahren gelernt. Unsere schönsten Momente waren Eis essen. Wir haben zum Beispiel am Flughafen gesessen. Wir haben uns Flugzeuge angeguckt. Das waren die schönsten Momente. Ja, es fühlt sich im ersten Moment gut an, in einer großen, bekannten Firma zu arbeiten. Ja, es fühlt sich gut an. Aber es ist nur ein Moment. Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich alleine verbracht, bin alleine zur Schule gegangen, ich habe für mich alleine gekocht, ich habe auf meine Schwester aufgepasst, ich habe den Haushalt geschmissen, ich habe für mich alleine gelernt, weil meine Eltern einfach nicht da waren und gearbeitet haben. Ja, wir hatten schöne, viele, tolle, teure Sachen, aber rückblickend habe ich davon nichts gebraucht. Und ich war am glücklichsten, wirklich war am glücklichsten, als ich am wenigsten hatte, als ich später alleine in einer WG gelebt habe, mein Studium gemacht habe oder später selbstständig gearbeitet habe. Ich war am glücklichsten, wo ich am wenigsten hatte und Zeit verbracht habe mit Menschen, die ich liebe. Ich weiß noch, als ich Chris kennengelernt habe, einer unserer ersten Dates war, der hat mir beim Umzug geholfen. Also ich kenne das ja, also wenn ihr mal selber in einer kleinen Wohnung oder so gelebt habt, ihr kennt das ja, man leiht sich dann zum Beispiel von Sixt ein Van aus. Da haben wir den Van einfach für die Nacht, also ich hatte über die Nacht gemietet, dass ich ihn am nächsten Tag zurückbringen kann. Und über die Nacht sind wir dann einfach auf die nächste Wiese gefahren, die in der Nähe der Stadt war. Wir haben zwei Schlafsäcke mitgenommen, wir haben uns einfach auf die Wiese gelegt. Wir haben beide nichts gesagt und uns einfach nur die Landschaft angeguckt, den Himmel angeguckt, was auch immer. Und das war so ein schöner Moment. Das war einer meiner schönsten Momente, die ich hatte, wo man einfach sein konnte. Wir haben nichts gesagt. Wir haben einfach nur, das ist also der typischste, romantischste Moment, aber wir lagen einfach da. Und ich bin wirklich so dankbar dafür, dass ich auch Chris kennengelernt habe. Ich konnte bei ihm zum ersten Mal auch einfach so sein, wie ich war. Also ich musste nichts anziehen, ich musste mich nicht schminken, ich musste keine High Heels tragen, keine Ohrringe, keine Handtaschen, ich musste nicht cool sein, ich musste nicht toll sein, ich konnte einfach sein. Wir lagen nebeneinander und es hat bestimmt irgendwie eine Stunde oder so gedauert, bis wir überhaupt angefangen haben, über irgendein Thema zu reden. Wir lagen einfach nur da. Aber ich kann nachvollziehen, dass die Stimmen von Freunden oder Bekannten oder Nachbarn oder der Gesellschaft sehr laut im Kopf sind. Die Stimmen, dass man nicht gut genug ist, dass das Haus nicht gut genug ist, dass das Auto nicht gut genug ist. In jeder Gesellschaft ist das ja so unterschiedlich. Da kann ja schon in einer Gemeinschaft schon Gerede entstehen, wenn man irgendwie komische Haarfarbe hat. Dann geht schon los mit, ja. Also ich verstehe, dass es wirklich schwierig ist. Es kann einem auch zu schaffen machen. Was mir zum Beispiel hilft, also ich habe das ja auch immer mal wieder, dass ich mich irgendwie nicht wohlfühle. Was mir zum Beispiel hilft, ist tatsächlich Yoga. Unfassbar gut. Was ich euch empfehlen kann, ist Maddie. Sie macht ganz, ganz tolle Videos. Also sie hat eine ganz, ganz tolle Art, sehr respektvoll mit dem Zuschauer zu reden und passende Worte zu finden, wie man zu sich selbst findet. Wie man diesen sich selbst respektiert und auch sich dankbar dafür ist, dass man Zeit für sich nimmt und dass es vollkommen okay ist. Man muss nicht immer produktiv sein, man muss nicht immer etwas Nützliches tun, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man für sich auch Zeit nimmt, man nicht immer etwas machen muss, damit hinten was rauskommt. Und wie gesagt, ich wurde streng erzogen. Mein inneres Denken ist immer, ich muss etwas tun, so wurde ich erzogen. Ich darf nicht nichts tun. Und ich glaube, dass so geht es vielen auch von euch, dass man sich auch zu schlecht fühlt, nicht gut genug fühlt oder Angst hat, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, die ganz, ganz wichtig ist. Mir tut es unfassbar gut, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und auch da, die schönste Zeit, wirklich meine schönsten Erinnerungen sind, mit denen Eis essen zu gehen, mit denen zum Spielplatz zu fahren, mit denen zum Strand zu fahren, mit denen shoppen zu gehen oder einfach sich mit denen hinzusetzen, mit denen zusammen zu malen. Die lieben es wirklich, die lieben es abgöttisch mit mir zusammen zu malen, zu puzzeln, Lego zu spielen. Wir lieben sogar zum Beispiel mir Spaziergänge zu machen. Wo hört man das denn sonst, dass die Kinder gerne mit ihren eigenen Eltern spazieren gehen? Aber meine Kinder lieben es. Die fragen, Mama, kann man wieder Spaziergänge machen? Ich so, ja klar, kann man machen. Natürlich hat nicht jeder das Glück, mit seiner Leidenschaft, die bei mir mit Handarbeiten
seinen Hauptjob daraus zu machen, das verstehe ich. Aber man kann ja 50-50 machen. Man kann irgendwo einen Mittelweg finden, nur halbtags arbeiten zu gehen, damit es zum Beispiel gerade für Miete und Nebenkosten Essen reicht und den Rest der Zeit verbringt man für die Seele. So. Ich habe noch mal einen Zwischeneinwurf. Also zum Thema, wo ich mich auch am glücklichsten gefühlt habe, wo ich mit Chris am wenigsten hatte, ich muss noch mal auf das Thema Schweiz auch zurückkommen. Als wir mal in die Schweiz gegangen sind, wir haben mal ein Straßenwärterhäuschen gemietet am Pass. Und dieses Häuschen, dort durften wir ein Jahr lang wohnen. Und dieses Häuschen hatte zur Anfangszeit keinen Strom. Wir hatten nur fließend Wasser im Sommer. Und wir haben die ersten Wochen, wenn nicht sogar die ersten Monate, ohne Strom gelebt. Wir haben dann übers Internet eine Solaranlage bestellt, um selbst Strom zu erzeugen. Wir haben beim lokalen Förster angefragt wegen Holz. Dann haben wir zum Beispiel Holz gesammelt im Wald, also da, wo wir es durften. Und Chris hat das zum Beispiel selber zersägt, dann haben wir es getrocknet, damit wir dann im Winter heizen können. Also wir haben es praktisch für den Winter schon vorbereitet, weil wir schon wussten, es kommt viel Schnee und es wird kalt. Wir haben im Winter hatten wir uns Schneeschuhe angeschafft, weil im Winter wurde dann das Wasser abgestellt wegen Leitungsbruchgefahr. Und wir haben dann Schnee im Fluss, wir haben dann Wasser im Fluss geholt und um dahin zu kommen, haben wir halt Schneeschuhe gebraucht. Manchmal war das Auto eingeschneit und wir mussten auch, um bis zum nächsten Ort zu kommen, mussten wir dann die Schneeschuhe benutzen und solche Sachen. Und das, daran erinnern wir uns bis heute noch sehr. Es war sehr, sehr, sehr einprägsam für uns. Dieses eine Jahr war wirklich befreiend, weil wir da wirklich nichts hatten außer uns. Ja, bewusst auch auf minimalem Niveau gelebt haben und es war so schön. Es war so, so, so schön. Und ich würde sogar wirklich jedem auch raten, der stark im Leben struggelt, wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt, sowas zu machen, macht das. Wirklich, wenn ihr irgendwo ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr das machen könnt, macht es. Das ist so eine tolle Erfahrung, wenn man wirklich zu diesen Basics zurückkommt, zu dem, was ich meinte mit sich selbst wieder spüren und seinen Körper mal spüren. Das tut unfassbar gut. Und was ich auch noch sagen wollte, zu meinen glücklichsten Erinnerungen gehören auch die Schwangerschaften. Gerade wir Frauen fühlen uns ja immer nicht gut genug. Wir Frauen sind ja so die Spezialisten dafür, nicht hübsch genug zu sein, nicht schlank genug zu sein, nicht whatever zu sein. Und die Schwangerschaften haben mir unfassbar gut getan. Also es war egal, ob ich dick bin, ob mir die Klamotten passen, was die Leute um mich herum denken, was da oben passiert. Ich war wie in so einer Bubble irgendwie. Also ich war selbst eine Bubble und ich war wie in so einer Bubble. Und es hat mir unfassbar gut getan. Also diese Erfahrung zu machen auch war so toll. Weil nichts wichtiger war, als auf dieses Lebewesen aufzupassen. Es gab einfach keinen sinnvolleren Grund im Leben, als auf sein Baby zu achten. Und das hat mir unfassbar gut getan. Und wenn das Kinder kriegen und erziehen, die so anstrengend wäre, habe ich auch schon Chris gesagt, würde ich wahrscheinlich jedes Jahr gern kugelrund sein. Aber ja, das war toll. Das zudem. Ja, also wie gesagt, das ist ein riesiges Thema. Ich könnte darüber Stunden reden, wirklich. Weil, wie gesagt, wir waren ja selber so, so lange auf Reise und auf Suche. Und der Sinn des Ganzen ist einfach nur, genießt euer Leben, macht euer Ding und vergesst die Stimmen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Macht das, was euch gut tut. Und ich würde jetzt dieses Video abschließen mit bitte, 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 bitte. Denkt nicht, dass ihr zu schlecht seid. Denkt nicht, dass ihr was auch immer seid. Und glaubt nicht, wenn ihr irgendwie auf Instagram Bilder, hübsche Bilder seht, dass es automatisch den Leuten, die irgendwie teure Sachen zeigen oder hübsche Sachen zeigen, dass es denen automatisch besser geht. So ist es nicht. Nein. Und zum Schluss machen wir einfach mal eine Verlosung von den Bobble & Lace Magazinen, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Da habe ich mir meinen Kids was vorbereitet.
Ihr könnt gerne mithelfen, wenn ihr wollt. Gucken. Wir zeigen mal ganz kurz die ganzen Kommentare rein ins Video. Ja, ins Video. Und dann können wir sie nämlich zerschnipseln. Jetzt habe ich hier, glaube ich, 5 Blätter hier, ne? Ja, 5 Blätter. So. Und die schnipseln wir jetzt alle. Werden wir gleich sehen, wer der Gewinner ist. Ja, genau. Jetzt wollen wir den Gewinner ziehen. Warte. Also, wir ziehen jetzt die 3 Gewinner. Ja. Wir gucken jetzt gleich rein, wer gewonnen hat. Ja. Okay, du willst zuerst ziehen. Ich habe schon gemerkt. Dann zieh du zuerst. Halt's fest. Hast du noch drin? Dann ziehst du dein. Okay, also hier sind unsere ganzen Zettel. Ich zieh jetzt auch irgendeinen. Ich guck mal nicht hin. Ja. So. Und jetzt haben wir, sehe ich das zurück, jetzt haben wir 3 Gewinner. Mhm. Und jetzt machen wir mal zuerst Mäuschens auf. Ja. So, gucken wir mal rein, genau, gucken wir mal rein, wer gewonnen hat. Was fällst du so? Halt mal rein in die Kamera. Ja, dann lass mich mal lesen. So weit sehe ich nicht so gut. Also, Bille M. schreibt, hallo Julia, danke für das interessante Video. Ich finde die Nummer 24 toll. Okay, also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Bille kriegt Nummer 24. Ihr wisst, schreibt mir mit eurem YouTube-Nutzernamen ein Kommentar hier drunter und sagt mir, wie ich euch kontaktieren kann. Ja. Dann melde ich mich euch bei euch und wir können dann, also ihr teilt mir dann die Lieferadresse mit und dann geht's zu euch nach Hause. Aber bitte nicht die Lieferadresse jetzt in die Kommentare schreiben, ihr wisst Datenschutz und so, sondern schreibt mir eine Kontaktmöglichkeit hier unten, wie besprochen. So, jetzt bist du drin. Mach auf. Meine? Ja, kannst du auch gleich. Erstmal Leo. Machen wir erstmal Leos auf. Ja. So, halt mal in die Kamera. Aha, okay, dann lass mich vorlesen. Ja, gut. Gut, danke. Danke, Spatz. Guck mal hier, steht Anke. Anke Trudnowski schreibt Nummer 25 und ich liebe die Zing von Nitpro. Also herzlichen Glückwunsch an Anke. Du kriegst auch deine Zeitschrift nach Hause. Und jetzt machen wir noch eine auf. Mäuschen, willst du dich? Nee, meine. Wir haben schon alle 3, nicht noch eine. Ich habe nicht mehr als 3. Na, guck mal, da ist. Da ist Daddy. Wir gewinnen mal diese Blätter. Wir ziehen die Gewinner. Mhm. Genau. Die sitzt auf seiner Bank und genießt seinen Snack. Ja. Da ist Daddy. Auf seiner selbstgebauten Bank mit seinem Brötchen. Okay, wen haben wir noch? Aha. Lass mich mal lesen. Das ist Tina Fritz. Und sie schreibt, liebe Julia, vielen Dank für dein Unboxing. Ich möchte auch mal so ein großes Paket öffnen. Ich würde gerne die 24 gewinnen. Ganz liebevolle Grüße, Tina. Liebe Tina, die 24 ist leider vergeben. Du kriegst aber das 3. Heft, was noch nicht gewünscht wurde. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an alle. Meldet euch bei mir hier unten in den Kommentaren mit eurem Kontakt und dann gehen die Hefte zu euch nach Hause. Ich freue mich und wünsche euch ganz viel Spaß beim Handarbeiten mit den Heften. Nicht wahr? Ja. Der Wurm freut sich auch. Und Maus freut sich auch. Oh, meine Haare sind aber ganz schön lang geworden. Ja, das stimmt. Meine Haare sind richtig lang geworden. Meine Haare sind ein bisschen in den Ohren drin. Ich ein bisschen an meine Ohren machen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ich verabschiede mich von euch. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch, dass ihr mit mir hier da wart, mir gelauscht habt, meinen Worten gelauscht habt, ja. Es musste ein bisschen raus.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich handarbeite fleißig. Und passt auf euch auf. Genießt die Zeit mit euch und mit euren Liebsten. Und bis zum nächsten Mal.